Explosives Handwerk. Das war bei Abrissarbeiten einer alten Werkhalle in Wirges gefragt. Das Koblenzer Bauunternehmen Bündgenbau wurde beauftragt, ein historisches Gebäude zurückzubauen. Zunächst wurde konservativ gearbeitet. Mit Bagger und Spezialwerkzeug wurde die Halle des Industrieunternehmens Veralia entkernt. Bis hierher war es kein ungewöhnlicher Auftrag für die Handwerker um Maurermeister Peter Bündgen. Projektleiter Wolfgang Christ erklärt den Wirgeser Auftrag. Wir haben vor einiger Zeit den Auftrag erhalten, das Gebäude abzubrechen. Im Vorlauf ist dann von Seiten des Auftraggebers ein Gutachten erstellt worden. Darauf wurde dann die Freigabe für die Sprengung gemacht. Mit der Entscheidung, das Gebäude zu sprengen, musste das Koblenzer Bauunternehmen entsprechende Vorarbeiten leisten. Die über 100 Jahre alte Bausubstanz wies Besonderheiten auf, die ebenfalls berücksichtigt werden mussten. Denn die Säulen, die durch Sprengladungen zum Einsturz gebracht werden sollten, wiesen eine für die damalige Zeit typische Bewehrung auf, die schon lange nicht mehr zum Einsatz kommt. Da waren Stahlbetonstützen, die seinerzeit anders konstruiert wurden wie in der heutigen Zeit. Man hat also damals seinerzeit diese Stahlkonstruktion rund verlegt, entgegen es jetzt heute in Stahlkonstruktion senkrecht. Die Sprengung selbst war mit umfangreichen Vorarbeiten verbunden. Spezialisten aus Thüringen haben die Arbeiten mit 60 Kilogramm Sprengstoff vorbereitet. Polizei, Feuerwehr, Verbandsgemeinde und Gewerbeaufsicht wurden eingeschaltet. Um die Sprengung musste ein Sperrkreis errichtet werden. Innerhalb von Sekundenbruchteilen ging dann die über 100 Jahre alte Industriehalle nieder. Die Sprengung selbst ist sehr gut erlaufen, muss ich sagen. Also die Leute haben ganze Arbeit geleistet. Und wie wir erwartet haben, ist die Sprengung dann auch auf der gleichen Höhe runtergekommen, wie es erforderlich war. Nun kommt wieder konventionelles Räumgerät zum Zuge. Dabei wird das historische Baumaterial vor Ort zerkleinert und kann in neue Baumaßnahmen integriert werden. Wir werden am Montag damit beginnen, mit Maschinen das Gebäude selbst noch zu zerkleinern. Irgendwelche Dinge wieder finden, die werden dann entsorgt. Ansonsten wird später das gesamte Material vor Ort mit einer Recyclinganlage gebrochen und wird auch vor Ort hier eingebaut und verdichtet. Für das Koblenzer Bauunternehmen ist diese Form des Rückbaus sicherlich ein besonderer Auftrag, dem bei aller Explosivität nun aber wieder Routine folgt.